Tja, 16 Uhr, wir fangen an mit unserem LESS-Webinar, mit unserem zweiten. Also herzlich willkommen den Teilnehmern zu unserem zweiten LESS-Webinar, wo wir als LESS-Trainer mal unsere Erfahrungen teilen wollen. Wie startet man eigentlich eine agile Transformation? Und wir werden uns jetzt am Anfang erstmal kurz vorstellen. Also mein Name ist Marc Bregenzer, ich bin seit 2015 zertifizierter LESS-Trainer. Arbeite im Prinzip seit 2007 ununterbrochen in Less Adoptions, habe angefangen als Entwickler, Scrum Master, Agile Coach und mittlerweile eben Trainer, darf auch ausbilden. Bin beheimatet in München und bin angestellt bei der Valtec. Und dann würde ich jetzt den anderen beiden Kollegen, fangen wir vielleicht von links an, dem Robert, sagen, okay, stell dich bitte mal vor und dann der Wolfgang und dann gehen wir in die Agenda über und gehen dann schon direkt in die Fachlichkeit sozusagen. Danke, Robert. Marc. Danke. Ich bin Robert Priese. Ich bin erst seit Ende des letzten Jahres LESS-Trainer. Habe schon seit 10, 15 Jahren Erfahrung mit Agilität und habe ein LESS-Case-Study über eine kleinere LESS-Transformation gemacht und hatte dann auch das Glück, zusammen mit Marc auf ein LESS-Huge-Projekt zu sein. Freue mich dabei zu sein. Ich bin ansässig in Berlin und gebe viele Trainings hier. Und nun zu dir, Wolf. Mein Name ist Wolfgang Steffens und ich wohne in Finnland. Bin auch seit letztem Jahr LESS-Trainer und bin eigentlich mit LESS groß geworden, so 2005, als ich Greg und Bas das erste Mal getroffen habe. Haben die halt gefragt, wie die das eben auf Large Scale machen können, das ganze Scrum. Und seitdem habe ich auch dieses Thema beschäftigt. Dann gehen wir jetzt weiter zum nächsten Thema. Also was haben wir vor mit euch? Die Kurzvorstellung haben wir schon gemacht. Wir wollen euch eigentlich so ein bisschen aus unserer Praxis heraus auch so ein paar Sachen mitgeben. Was ist eigentlich allgemeingültig? Also was ist gar nicht so mit LESS, sondern was braucht man generell? Das wäre uns so wichtig. Und dann wollen wir aber speziell auf LESS-Einführung eingehen. Also da gibt es drei Prinzipien dafür, auf die wollen wir eingehen. Es gibt ein paar Wegweiser, Guides, wie man denn tatsächlich sozusagen so eine Transformation startet. Und anhand von der Theorie, die wir haben, werden wir dann versuchen, euch ja, zu erzählen, aus der Praxis heraus zu schildern, wie wir diese Dinge dann in der Praxis tatsächlich umgesetzt haben, welche Effekte das hatte, ob es erfolgreich war oder nicht. Und am Ende hätten wir dann noch Zeit für eine Q&A und dann gibt es natürlich noch einen Abschluss und eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, Vorstellung der nächsten Webinars, die wir angedacht haben. Und die Kollegen stellen dann auch noch ihre Trainings vor. Allgemein, wir werden, also das sind so ein paar, ein Überblick. Natürlich, das sind die wichtigsten Sachen, die uns jetzt so durch umtreiben. Ja, Tools, was man tun sollte, wäre tatsächlich Systems Thinking anzuwenden, Owning versus Renting, Lean, schlanke Organisationen aufzusetzen, weil die halt flexibler sind als große Schwerfällige, ist relativ klar. Hohe technische Exzellenz fordert es, Kultur folgt der Struktur, also man braucht Organisationsveränderungen. Dazu gehören natürlich auch Karrierepfade. Großfunktionale Teams ist eine tolle Sache, wenn man das aufsetzen kann, soll man unbedingt tun. Und interne Open-Source-Ansatz, sozusagen, dass es keine Private-Code-Ownership gibt. Was man nicht tun sollte, jetzt nur als Überblick, wir gehen dann ein paar Sachen dann noch detaillierter ein, nämlich man sollte nicht irgendwie Multi-Scrum-Teams aufsetzen, Copy-Paste, jedes Team macht Scrum, das ist kein agiler Ansatz aus unserer Sicht in der Skalierung. Dann die Transformation als Projekt mit Meilensteine zu betrachten, ist unseres Erachtens auch ein großer Fehler. Ein Big Bang viel zu groß zu starten, halten wir für problematisch. Späte technische Integration, wir gehen mal los mit Feature-Implementierung, aber vergessen irgendwie das Produkt wirklich zu erzeugen. Das wäre ein großer Fehler. Mit viel zu kleineren Produkten, die keinen echten Kundenwert schaffen, zu starten, also im Prinzip bei Komponenten zu bleiben, ja. Dedizierte, isolierte Transformationsteams haben wir bisher auch beobachtet, dass es nicht wirklich erfolgreich ist. Da wird der Robert nochmal auch was dazu sagen. Und Conway's Law zu folgen, also dass die Organisation immer anhand der Architektur abgebildet wird, das ist auch kein besonders guter Ansatz. Ja, was mir jetzt noch besonders am Herzen liegt,
ist das Thema Owning versus Renting. Ja, und da möchte ich sagen, also das geht darum, dass Mitarbeiter, die von Veränderungen betroffen sind, sich mit der Veränderung auch identifizieren und nicht einfach nur sagen, da hat sich jemand was ausgedacht und dem folgen wir jetzt. Also jeder muss eigentlich in der Organisation verstehen, warum eine Veränderung notwendig ist und wozu die angestrebte Veränderung eigentlich dienen soll. Also was soll erreicht werden? Und das muss Management eigentlich jedem Mitarbeiter erklären können. Das ist eine Grundvoraussetzung, dass Mitarbeiter sozusagen überhaupt bereit sind, sich mit etwas zu identifizieren. Also sie müssen den Grund und den Nutzen verstehen können. Was noch entscheidend ist, ist, wir wollen, dass die Mitarbeiter die Veränderung als ihre betrachten, also sich mit den Entscheidungsprozessen auch identifizieren. Und das heißt, sie müssten eigentlich die Entscheidung auch selber machen können. Sie müssen in Entscheidungen mit einbezogen werden. Und deshalb darf man nicht im Vorhinein, ob das jetzt das Management macht oder ein externer Coach oder ich sage jetzt mal ein Transformationsteam sollte nicht alles vorab schon bestimmt haben. Und das bedeutet, wenn man nicht alles vorab bestimmt und wenn Mitarbeiter mitgestalten können, bedeutet das, dass man eigentlich in der Organisation eine Exzellenz im Umgang mit offenen Prozessen etablieren muss. Und das ist gar nicht so einfach. Ja, und als sozusagen noch als Keypunkt würde ich noch mitgeben, dass ohne Identifikation, ohne dass Mitarbeiter verstanden haben, warum und wozu und dass sie mitentscheiden können, wenn das nicht passiert, gibt es keinen kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Und das ist eigentlich die Kernidee einer agilen Vorgehensweise. Das wäre mir noch sehr wichtig, also dass man das auf jeden Fall versucht umzusetzen. Ja? Und habe ich gerade ein Problem? Keine weitere. Entschuldigung. Wolfgang, darf ich an dich überleiten? Ja, gerne, ja. Ich habe es eben gerade übersprungen. aber hier geht es um, also kopiert nicht den Scrum-Ansatz auf viele Teams. Und da steigt jetzt genau. Wolfgang ein. Also ich habe das schon mehrmals erlebt in Organisationen, dass die sagen, okay, wir möchten ganz gerne agil werden und wie machen wir denn das jetzt? Ja, Scrum hat vielleicht mal irgendein Pilot funktioniert und dann nehmen wir halt eben diesen Ansatz, ja, und wir skalieren Scrum. Das heißt, wir machen also dieses Scrum-Team, das ja aus dem PO, dem Scrum Master und dem Development-Team besteht, n-mal in die Organisation. Und dann vielleicht noch mit einer neuen Strukturierung, also nicht nur Komponententeams, sondern ja, wir strukturieren uns schon um irgendwie, wir machen irgendeine Art Teamforming in irgendeiner Form und die Organisation oder das Management ist dann ganz glücklich und glaubt, dass halt damit was erreicht werden. In der Regel führt das zu Chaos oder halt wirklich zum Stillstand im schlimmsten Falle, wie das zum Beispiel in meiner Fallstudie der Fall war. Es war also nur noch ein Bruchteil von dem kam dann heraus, was da eigentlich rauskommen sollte. Und das ist definitiv ein Ansatz, der halt eben diesen Prinzipien, die wir haben wollen, im Less überhaupt nicht entgegenkommt. Ja. Sondern wir wollen halt eben einen PO haben und auch anders strukturieren. Und das sind halt so die grundlegenden Sachen. Also bitte kein Multiscrum-Team. Das wird in vielfachen Variationen besprochen. Wir haben dann keine echten POs da, sondern wir haben Team-Output-Owner. Der Fokus liegt auf dem Output, nicht auf dem Outcome. Also wir schaffen keine Kundenwerte. Und entweder auf Komponentenebene passiert das oder halt eben auf Subsystemebene, aber immerhin, egal was wir da angehen, diese Teams schaffen keinen echten Kundenwert. Ja. Also ein ganz großes Don't hier an der Stelle. Danke, Marc. Dann kommen wir jetzt zum Robert, der möchte noch ein bisschen was über Transformation als Projektmeilensteine sozusagen, sollte man nicht machen und die Transformation mit einem dedizierten Transformationsteam ist auch keine gute Idee. Da bin ich schon gespannt drauf. Also ich kann dich unterstützen. Ich fand aus der Liste, diese Sachen haben mich am meisten angesprungen, die wir erstellt haben von Don'ts und Do's, weil ich das sehr oft erlebe. Und ich weiß, wahrscheinlich kennt ihr das auch. Am Anfang einer Transformation, dann ist man, hat man ein bestimmtes Budget allokiert, und will was erreichen.
Und das Normalste in dem Fall ist halt, das Ganze als Projekt aufzusetzen, zu sagen, okay, das müssen wir bis Ende des Jahres erreichen. Wir müssen erst das, das und das machen und dann haben wir das dann halt geschafft. Ja? Und meistens ist dann halt ein dediziertes, isoliertes Transformationsteam in charge, das halt dieses Change Management Projekt durchführt. Ja? Und warum ist das aus unserer Sicht ziemlich kritisch? Zum einen, weil mit solchen Projekten oder Change Management Projekten, die haben ein Enddatum. Wie Marc vorher gesagt hat, also eine Transformation ist nie beendet. Ja? Egal ob Scrum, Less oder eine andere agile Transformation ist immer ein ständiger Prozess, eine ständige Bewegung. Der andere Punkt ist, es ist etwas, was nicht gemacht wird, sondern es geht um das Mindset der einzelnen Members. Und das ist etwas, was gelebt werden muss. Wir sprechen, Craig und Buzz sprechen im Buch von Be Agile, don't do Agile. Der dritte Punkt ist halt, dass es etwas ist, dann halt quasi wirklich nur von oben, vom Management definiert und durchgeführt wird. Ich erlebe dann halt meist ein festes Team. Manchmal sind es einfach nur die Scrum Master Community, manchmal ist es halt Managers. Wir setzen sehr auf Volunteer, wie wir hören werden, und es ist extrem, dass das von der ganzen Organisation durchgeführt wird. Okay. Dann haben wir nochmal die Zusammenfassung oder nochmal den Überblick über die Do's und Don'ts, was allgemein ist, was nicht nur mit Less zu tun hat, was wir generell empfehlen, wenn ihr euch auf eine Transformation macht. Die Less-Einführung, das gibt ein ganzes Kapitel zu Less. Wir werden heute nicht über die Feature Team Adoption Map reden, die ist sehr umfangreich. Wir haben geplant, dafür ein eigenes Meetup zu machen, ein Webinar zu machen. Weil, also das ist wirklich, das sind allein schon, glaube ich, also bei mir im Training sind es fast ein Dreivierteltag, den ich ein Dreitagestraining für die Feature Team Adoption Map, Produktdefinition, Definition of Done verwende. Das wird bei meinen Kollegen auch so sein, aber da sehr spezifisch eingeht, ja, und deshalb wollen wir da ein extra Webinar dafür machen. Continuous Improvement, das heißt, wir wollen sozusagen immer die Organisation, auch die Transformation an dem anpassen, was wir sozusagen auch wirtschaftlich im Unternehmen vorfinden. Das ist eine ongoing Sache, der Robert hat es gerade gesagt, eine Transformation endet eigentlich nie. Ja, und dass man Coaching braucht, das lassen wir jetzt mal als Statement stehen. Wir wollen uns heute auf die Sachen konzentrieren, die drei Adoption Principles sind und das Getting Started, wie fängt man eigentlich tatsächlich an. Ja. Das erste Prinzip, was wir haben, das ist deep and narrow, over broad and shallow im Deutschen übersetzt, also fokussiert und intensiv anstatt breit und oberflächlich. Ja. Und wie haben wir das gemacht, zum Beispiel bei größeren Transformationen? Wir haben zum Beispiel, tatsächlich ist auch die Empfehlung, mit maximal 40, 50 Leuten anzufangen, die erstmal die Grundfunktionen aufbauen, damit dieser ganze Entwicklungsprozess funktioniert, also dieser Produktentstehungsprozess, dass man bauen kann, dass man mal ein Feature verifiziert hat auf dem Target-System, dass sich die Scrum-Less-Routinen sich eingespielt haben. Und das ist etwas, was sehr wichtig ist, dass man nicht zu groß anfängt, weil dann braucht man viele Coaches, viele Dinge, viele Probleme werden kommen. Und deshalb ist es wichtig, sehr klein zu gehen. Das kann ich aus meiner Erfahrung sagen. Und der Wolfgang kann da sicherlich auch noch was dazu sagen, wie er das anwendet in der Praxis. Wolfgang, du bist noch mute. Ja, war das der Plan jetzt? Okay. Okay, wie man es halt anwendet, halt, dass man zum Beispiel erst eine Requirement Area macht und nicht die gesamte Organisation. Also ich glaube, du hast eigentlich schon ziemlich alles erklärt, was wir hier so kurz erklären wollen. Ja.
Robert? Ja, ich kann kurz dazu sagen, also es ist halt wichtig, wirklich diese Unterscheidung zu machen zwischen ganz große Organisationen und sowas wie Less Huge, wo es halt extrem wichtig ist, halt mit diesem kleinen Requirement Area, mit ein paar Teams, die dann halt sich oft auch auflösen und dann die anderen Teams supporten und sich quasi neu anteilen, wenn dann halt die Organisation wächst, beziehungsweise die agile Transformation in der Organisation wächst, weil die dann halt dieses Wissen durchführen können. Dieses Vorgehen sollte man halt durchführen, wenn man eine große Organisation hat, und bei einer kleinen Less-Ausführung, sage ich mal, von 4 Teams, ist es dann wichtig, dass von Anfang an Less als Struktur in diesen Teams einzuführen. Und ja, wenn man das nicht macht, was passiert, das kann man sich dann in meiner Less-Case-Study mal anschauen. Ja. Also wichtig wäre vielleicht noch zu sagen, dass es verschiedene Skalierungsmodelle gibt. Und wir fangen klein an, vielleicht mit einer Area, maximal 40 Leute, 4 Teams vielleicht. Ja, und dann, wenn dann man dann skaliert, bringt man mehrere Teams hinzu. Dann gibt es den Lead-Team-Ansatz, wo ein Team ein anderes coacht. Man kann natürlich die Teams auch neu durchmischen. Lieber ist es uns natürlich, wenn man die Teams über einen längeren Zeitpunkt stabil hält. Man kann dann aufstocken auf bis zu 8 Teams. Dann splittet man vielleicht erstmal eine Area auf 2x2 Teams, die dann diesen Less-Huge-Ansatz erproben, dass das mal sitzt, dass Teams hat, die diese Erfahrung haben, wenn Less funktioniert. Und dann kann ich wieder weiterhin sukzessive Teams hinzufügen. Und wenn dann die 2 Areas groß genug sind, kann ich in 3, 4, 5 splitten. Also genauso haben wir das bei einem ganz großen Kunden gemacht. Und das hat dann ungefähr 1,5 Jahre gedauert, bis dann im Prinzip 60, 70 Teams dann in der Organisation im Less-Huge-Modus gelaufen sind. Ja. Also so kann man das machen. Ein Beispiel dafür. Ja. Also, aber wenn ein Team in Less arbeitet, macht sie immer komplett dann Less und nicht noch was anderes. Gehen wir zum nächsten Prinzip. Wolfgang? Genau, das wäre dann Bottom-up und Top-down. Das heißt also, ganz kurz vorgestellt, es ist ganz wichtig in der Transformation, dass wir sowohl die Leute, die halt eben die Arbeit machen, die Entwicklungsabteilung wirklich da mitholen, aber auch eben vom Management, das da von oben runterkommt. Also dass das Management auch mitmacht und auch weiß, was es eigentlich bedeutet, diese Transformation vorzuhaben, oder auch andere Funktionen wie HR und so weiter. Es ist also ganz wichtig, dass hier beide Parteien mit sind. Deswegen empfehlen wir ganz stark, dass beide Parteien oder beide von beiden Richtungen damit reinkommen in ein Training auch zum Beispiel, um das halt eben zu lernen. Marc, was hast du da für Erfahrungen? Ja, also tatsächlich sagen wir ja, dass Bottom-up nicht funktioniert, ja, weil tatsächlich dann nicht die notwendigen Strukturen geschaffen werden kann. Aber bei meinem letzten großen Kunden war es eigentlich genauso, dass es ein Mitarbeiter, wenn ich so sagen darf, der auf untersten Ebene, also keine Führungskraft, hat im Prinzip in der Organisation diese Lunte gelegt, hat dann immer mit mehr Managern gesprochen und hat die dann überzeugt. Aber tatsächlich wäre es nicht passiert, wenn dann nicht irgendwann mal der Bereichsleiter gesagt hätte, okay, er will das und er ist bereit, diese Strukturen zu schaffen. Also das ist was ganz Wesentliches. Ja. Es gibt keine Ownership, wenn es nicht von unten her getrieben wird. Ja, und das ist in dem Fall Gott sei Dank passiert, dass es genügend Mitarbeiter gab, die das wirklich eigenständig vorantreiben wollten, dann auch sich engagiert haben. Aber tatsächlich ist es top-down, also managementgetrieben, genauso wichtig, weil sie wären nicht in der Lage gewesen, diese Strukturen zu schaffen, die Management schaffen kann. Ja, also deshalb brauchen wir beides. Und es klappt immer dann am besten tatsächlich, wenn Management tatsächlich Strukturen verändert. Wir haben es ja vorhin schon gehabt. Culture follows structure, und wir wollen ja die Arbeitskultur, die Arbeitsweisen, die Verhaltensweisen der Mitarbeiter zur Veränderung ermutigen, und das geht schon sehr leicht und viel einfacher, wenn tatsächlich die Struktur in der Organisation, die Aufbauorganisation geändert wird.
und zum Beispiel Ende zu Ende aufgestellt wird. Und das ist schon ein wirkliches Pfund und das sagt auch für Nachhaltigkeit. Robert? Ja, vielleicht noch ein Punkt dazu, weil ich finde das sehr, sehr interessant, wenn man das zweite Lessbuch kennt. Das hat ja viele Experimente drin. Ja? Und zwei davon aus diesem Buch sind Try-Adoption with Top-Down-Management und Avoid-Adoption with Top-Down-Management-Support. Ja? Und das ist sehr interessant, weil es extrem wichtig ist zu verstehen, was wir mit Management-Support meinen. Und da gehen wir auf die Lean Thinking Wissen und Theorie aus Lean Thinking und Toyota Production System, wo Manager als Teachers sind und auch also einfach den Mitarbeitern das Gefühl, also ihnen helfen, besser zu werden. Und das sowohl auf persönliches Level als auch als Organisationslevel. Und das ist extrem wichtig, weil nicht jedes Management, Top-Down-Management-Support ist gut. Da muss ein Wandel und ein Verständnis dafür da sein, beim Management, was das eigentlich bedeutet. Und Und, das okay. ist ja, das ist extrem wichtig. Und nicht nur beim Senior Management, sondern wie man in meiner Fallstudie sehen kann, auch vom Top Management. Denn sonst ist eben einfach das Problem, dass dann Top Management irgendwelche Entscheidungen trifft. Eine typische Entscheidung ist zum Beispiel, wir lagern die Entwicklung nach Indien aus. Und dann wird viel der Arbeit, die man geschaffen hat, wieder kaputt gemacht. Ja, je höher das Management, desto hilfreicher ist es natürlich. Das stimmt. Robert, kommen wir zum letzten Prinzip: Use Volunteering. Ja, das ist ein Punkt, den du eigentlich schon fast schon vorweggenommen hast beim Owning versus Renting, weil, wie du ja gesagt hast, die ohne eine Identifikation mit dieser Einstellung ist eine kontinuierliche Verbesserung nicht möglich. Das heißt, es ist extrem wichtig, dass die Mitarbeiter dran da überzeugt sind, dass das das Richtige ist und dass es auch einzelne Personen gibt, die das vorantreiben, die auch die anderen quasi infizieren und entsprechend dieses Mindset nach vorne bringen. Und das Volunteering fängt eigentlich an mit Education und wirklich darüber zu sprechen, was das ja, also was damit gemeint ist, dass jeder das versteht. Was ist eure Erfahrung damit? Also, Wolfi? wie ich das sehe, ist Folgendes. Stellt euch mal vor, ihr habt eine Organisation, sagen wir mal, da sind jetzt 500 Leute drin und die arbeiten alle wirklich an einem Produkt. Jetzt wollen wir hier Less einführen und natürlich wollen wir das erste Prinzip beibehalten. Dann ist die Frage, wir fangen jetzt mit der Requirement Area an, 40, 50 Leute. Wie suchen wir die aus? Und da ist zum Beispiel auch dieses Prinzip ganz stark gefragt. Das heißt, wir sagen einfach in der Organisation, guck mal, wir fangen jetzt an, wer möchte mitmachen? Und man versucht halt eben, diese begeisterten Menschen, die da freiwillig mitmachen wollen, mit reinzuziehen. Und dann kann man halt eben hier zeigen, wie gut das klappen kann. Und dann hoffentlich feuert das auch die anderen an, da auch mitzumachen. Und die Begeisterung breitet sich in der Rest der Organisation auch aus. Ja. Also was ich noch beisteuern kann, ich möchte ja noch ein Beispiel nennen, warum das für mich eigentlich jetzt noch wichtiger geworden ist, dieses Prinzip, als vielleicht auch die anderen so ein Stück weit. Also ich habe bei einer großen Transformation was erlebt, dass wir sozusagen es zwar announced haben und eingefordert haben, dass wir die ersten Schritte nur mit Freiwilligen machen wollen. Hat aber damals das Management noch nicht so ganz verstanden. Die haben auch zu dem Zeitpunkt, wo sie entschieden haben, wer jetzt bei dem Start der Transformation dabei sein soll, die Ausbildung auch noch nicht gehabt. Und haben uns das zwar geglaubt, aber da ging es dann schon so ein bisschen drum, wie, naja, ich will da meine Leute drin haben, damit ich weiß, was da passiert. Und im Nachhinein haben wir dann erfahren, dass im Prinzip die Hälfte der zu startenden Mitarbeitern, also es waren knapp 50 und 26 Mitarbeiter waren es irgendwie, eigentlich Prisoner waren.
Die waren zwar schon, die haben schon gesagt, ja, Scrum und Less, ja, haben verstanden, ist schon gut, wollen wir rein, aber die haben eigentlich nicht wirklich gewusst, auf was sie sich einlassen. Und dann gab es tatsächlich den Effekt, dass viele gesagt haben, was, ich soll jetzt noch weitere Sachen lernen? Nee, nee, ich will meine Research weitermachen. Oder ich baue doch kein Continuous Integration System auf. Das ist doch nicht meine Aufgabe. Ich will jetzt coole Features entwickeln. Und dann hat es zu ganz, ganz problematischen Situationen geführt, weil nämlich dann diese Organisation angefangen hat, weil die waren ja fast die Hälfte, und die haben dann die Organisation dahin getrieben, erstmal Feature zu entwickeln, ohne zu integrieren, ohne die Basisgrundlage aufzusetzen. Es gab zwar Teams, die haben das dann versucht, parallel, die haben dann in ihrem Bereich auch Erfolg gehabt, aber das hat die Transformation tatsächlich nochmal etwas echt verlangsamt und eigentlich auch noch nachhaltige Probleme geschaffen. Also deshalb ist Freiwilligkeit ganz wichtig, denn wenn man sich mal geeinigt hat, loszulegen, das Thema aufzusetzen, dann ist es schwierig, wenn man sehr viele Leute drin hat, die man immer noch weiterhin überzeugen muss. Dann entsteht da kein Drive. Die sind immer wieder dabei zu blockieren. Und natürlich, wenn man eine große Organisation hat, ist es nicht möglich, dass jeder immer gleich Feuer und Flamme ist. Und für die weiteren Skalierungsschritte sollte man sich dann schon was überlegen. Aber für die ersten Schritte muss Freiwilligkeit was ganz Wesentliches sein. Ich habe auch schon einen Kunden gehabt, der in Wertschätzung der Mitarbeiter tatsächlich gesagt hat, wer nicht dabei sein will, auch in Zukunft nicht, für den suchen wir einen adäquaten Platz irgendwo anders in der Firma. Oder ich habe auch schon von Kunden sozusagen erfahren, dass sie bis zu 30% ihres Transformationsbudgets für Abfindungen bereitstellen, indem sie Leute, die da nicht mitmachen wollen, tatsächlich die Möglichkeit geben, die Firma zu verlassen. Ja, und deshalb, damit, wenn man Erfolg haben will, ist Freiwilligkeit wirklich ein extremes Pfund. Ja. Und damit schließen wir sozusagen mit dem letzten Prinzip die Einführungsprinzipien jetzt erstmal ab und gehen mal in den Guide Getting Started. Da haben wir jetzt sozusagen der Wegweiser für Transformation. Erstmal alle auszubilden, dann das Produkt zu definieren. Dann definiert man, was bedeutet es, dass das Produkt fertig ist und lieferbar ist. Und wenn man diese zwei Dinge hat, dann kann man sich dran machen, sozusagen die richtigen Teams, Feature-Teams wollen wir ja gerne in Scrum, in Less haben, dann tatsächlich auch die angemessenen Teams zu strukturieren. Da gibt es ein paar Tools wie die Feature-Team Adoption Map, FTAM, oder Self-Designing Team Workshops, gibt es auch noch ein paar andere Sachen, da gehen wir dann nachher auch nochmal ins Detail rein, aber wie gesagt, die Feature-Team Adoption Map machen wir heute nicht. Und dann gibt es noch zwei zusätzliche Hilfestellungen, ja, dass man dafür sorgen muss, dass nur der Product Owner Arbeit an die Teams geben darf und dass man, wenn man, da gehen wir nachher auch drauf ein, dass man, wenn es noch Projektmanager gibt oder Projektleiter gibt, dass man die auf jeden Fall versucht, von den Less-Teams fernzuhalten, die müssen sich an den Product Owner halten. Und jetzt gehen wir sozusagen jeden Schritt sukzessive durch. Und da würde ich jetzt einfach mal den Wolfgang bitten, anzufangen, okay. Ja, aus seiner Praxis zu erzählen. Genau. Also ganz wichtig ist am Anfang, dass wir die Leute erstmal aufgleisen, um was geht es hier überhaupt. Auch das Vokabular müssen die erstmal kennenlernen. Wenn ich mal vorstelle, guck mal, wir haben jetzt eine große Organisation, 20 Teams und die sind es halt eben schon teilweise gewohnt, ihr Sprint-Review alle alleine abzuhalten, dann sagen die ja, okay, was passt mal auf, macht mal die Mathematik, 20 Teams, jeweils eine Stunde, das sind 20 Stunden, das ist ja mehr als ein Arbeitstag, wie soll das überhaupt funktionieren? Und all solche praktische Fragen müssen wir erstmal klären und natürlich auch dieses Grundwissenschaften, das heißt also auch nochmal dieses Systemdenken in die Organisation mit reinbringen, das ist ganz wichtig. Und deshalb ist es halt eben wichtig, am Anfang die Leute wirklich zu schulen. Das ist ja Sinn, dass wir hier Kurse verkaufen, darum geht es überhaupt nicht. Aber es gibt genug Firmen, die haben das ganz bittere Erfahrung gelernt. Wenn du es am Anfang nicht schulst, hat man nachher Monate bis Jahre lang halt eben den Rattenschwanz an Problemen, weil die Leute was anderes denken, anders reden und so weiter und so fort. Also ganz wichtig hier, die Leute am Anfang zu schulen. Weißt du, wollt ihr noch was ergänzen?
Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, tatsächlich, was du gerade sagst, Wolfi, ne, dass man versucht, das ein bisschen zu streamlinen, zu kleiner zu machen, dieser Schulungsteil mit dem Gedanken, naja, die Leute arbeiten agil schon seit 10 Jahren oder wir machen ja schon Scrum seit 5 Jahren, als wir Jira eingeführt haben, ja. Und das ist halt etwas, was dich dann halt dahin im Hinten raus dann halt wirklich Probleme bereitet. Wie Marc gesagt hat, die Leute, auf die sich eingelassen haben. Und das ist halt extrem wichtig, das vernünftig durchzuführen. Und auch aus meiner Praxis ist es so tatsächlich, ich habe mir immer gewünscht, mehr Zeit da investiert zu haben, als wir es gemacht haben. Wir haben immer mit einer Schulung gestartet, aber prinzipiell waren es nicht genug. Ja, okay, jetzt ist er mute. Ist wieder da. Okay, ich gebe vielleicht auch nochmal meinen Senf dazu. Also wir haben es gerade beim letzten großen Kunden, bei dem wir waren, tatsächlich alle Mitarbeiter ausgebildet. Da reden wir über 700 Mitarbeiter. Und die haben sogar auch noch beschlossen, dass sie es in ihre Verträge reingeschrieben haben, dass wenn, ups, wieso ist das jetzt, okay, ich bringe es noch kurz, in die Verträge haben reinschreiben lassen, dass sie, dass alle externen auch ausgebildet werden. Ja? Das ist elementar. Und es geht nicht darum, dass man sie ausbildet im definierten Arbeitsmodell, ja, so wie man das macht, da haben sie was ausgedacht, es werden alle geschult, dass sie es können, sondern es geht mehr um die Prinzipien, die Techniken, damit die Menschen dann während der Laufzeit sozusagen diese anwenden können, um bessere Entscheidungen in ihrem Kontext zu finden. Ja, also wenn wir von Schulung reden, reden wir eigentlich eher von Ausbildung, damit sie das Rüstzeug haben, in einer agilen, skalierten Umgebung wirklich loszulegen. Ja, ja. Dann sind wir schon beim nächsten Thema. Definiere das Produkt. Das wäre jetzt noch ein Thema, ich fange jetzt einfach mal an. Ja, wir müssen ja wissen, was das Team überhaupt liefern soll. Also, was ist überhaupt ein Produkt? Und wir haben in LESS sehr unterschiedliche Sichtweisen drauf. Wir würden gerne große Produkte haben, damit wir sozusagen diese ganzen Portfolios, Fake-Portfolios zwischen den Produkten nicht haben. Ein Produkt ist für uns etwas, was Kundenwert schafft. Und je größer, desto besser. Aber das wird über die Zeit sich auch verändern. Also, das ist was ganz Wesentliches. Erstmal mit den Leuten darüber zu reden, was ist überhaupt ihr Produkt und zwar aus mehreren Dimensionen. Was sieht der Kunde und was haben wir sozusagen als Grundlage innerhalb der Organisation als Produktsicht. Ja, das können zwei unterschiedliche Dinge sein und das ist was wir sehr stark diskutieren. Wenn das klar ist, dann kann man sozusagen sich aufmachen zu definieren, was ist überhaupt das Produkt, also was beinhaltet das, was für Features geht da rein und solche Sachen. Wolfgang oder Robert? Ja, genau. Also und das ist durchaus nicht eine einfache Aufgabe. Also das dauert durchaus schon ein bisschen Zeit. Man muss da ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken. Auf der anderen Seite, es gibt da auch ein paar Hilfen, die das Ganze vereinfachen. Zum Beispiel einfach mal den Kunden fragen, wie der eigentlich das Produkt im Endeffekt sieht. Oder das, was ihr da liefert, ja, von dem man nicht wisst, wie ihr es nennen sollt. Oder halt eben das die Produktmanagement fragen. Also sehr oft, ich habe es auch mal erlebt, das war die IT-Abteilung, die wussten einfach nicht, was ihr Produkt ist. Und nachher, nach wochenlangen Schmerzen, kam dann nachher genau das raus, wie eigentlich die Produktmanagement-Abteilung schon aufgestellt war. Also die können einfach fragen, hätte eine Minute gedauert, hätte man auch die Antwort gehabt. Das sind natürlich alles so Sachen. Ne? Also da muss man mal gucken, wie sieht der Kunde das Ganze? Das wäre durchaus eine hilfreiche Idee, um da mal das Produkt zu definieren. Und auch nicht so bitte so sich auf den Begriff versteifen. Ich habe mal eine Organisation erlebt, die haben sich dann gestritten, ist es ein Produkt, ist es eine Plattform? Das war vollkommen irrelevant. Ja? Also die sind da ganz komisch esoterisch abgestiegen. Es geht ganz darum, um praktische Sachen. Wie organisieren wir das? Wir brauchen dieses Produkt, die Definition eines Produkts, um die Organisation dementsprechend strukturieren zu können. Das ist das Ziel, ja.
Genau, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Denn je nachdem, wie dieses Produkt definiert ist, desto entscheidender ist es, welcher Teil der Organisation ist quasi in dieser Adoption, nimmt teil. Ja? Und deswegen sagen wir halt, wir wollen das Produkt so breit wie möglich definieren, um eben aus Kundensicht das zu sehen und entsprechend auch quasi alle Funktionen inne zu haben, die man braucht, um das Produkt auch zu liefern, alle Abteilungen quasi da drin zu haben, die benötigt werden, oder die Skills, wie wir das in LESS nennen. Und andererseits muss man halt sehen, dass es wahrscheinlich unmöglich ist, also wir sollten nicht eine ganze Organisation verändern. Ja? Das wird ziemlich sicher nicht gut funktionieren. Deswegen sollte man so klein wie möglich auch anfangen und so praktisch wie möglich damit anfangen. Und dazu gibt es einen Guide in LESS, wie man halt das Produkt definiert. Und das kann man dazu nutzen, halt über diese Fragen, das so breit wie möglich zu definieren, so praktisch wie möglich und dann entsprechend das Produkt zu definieren. Ich hatte zum Glück in meiner Vergangenheit, das war ziemlich klar, aber es ist, wie Wolfgang gesagt hat, oft ein schwieriges Unterfangen, eben wegen der Organisationsveränderung. Also ganz wichtig nochmal, die Produktdefinition ist dynamisch, wollen klein anfangen, aber große Produkte haben und dort arbeiten, iterieren wir uns dahin. Wer sich dafür interessiert, im dritten LESS-Buch ab Seite 155 gibt es den Guide, den der Robert gerade angesprochen hat. Ja, wie geht man mit Produktdefinition um? Wenn wir jetzt Produktdefinition haben, dann gehen wir über in die, ja, das Definieren, was eigentlich ein Produkt ist, dann fertig dastehen lässt. Also was ist die Definition of Done des Produktes? Dann würde ich jetzt einfach nochmal an den Wolfgang, dass ich nicht so viel Redezeit habe. Wolfgang, wie kommt man dahin? Habt ihr das angewendet? Ja, das ist ganz einfach eigentlich. Man muss einfach mal die richtigen Parteien zusammenbringen. Also es wären dann Product Owner, die Entwicklungsteams und Management auch. Und dann halt zusammen entscheiden, guck mal, was ist denn eigentlich, was wir wollen? Was alles gebraucht wird, und dann auf der anderen Seite auch, was können die Teams überhaupt heute? Und in der Regel ist da ein Gap, und es ist eben auch wichtig zu verstehen, okay, wie groß ist der Gap, denn das ist dann sogenannte Undone Work in LESS, und da müssen wir halt eben gucken, wie wir mit dem Ganzen umgehen. Aber ganz wichtig halt eben ist die Definition of Done, damit wir wissen am Ende vom Sprint, spätestens dort, wann ist das Ganze fertig? Also wann können wir sagen, das ist jetzt erstmal abgeliefert und das ist, die Arbeit ist fertig und wir können die nächste Arbeit anfangen. Das ist für die Teams sehr wichtig und auch für die Transparenz sehr wichtig, denn ansonsten wissen wir ja gar nicht, wo wir stehen. Ja, ich möchte noch hinzufügen, also man kann das auf eine Formel bringen, ja, also wir leiten im Prinzip die Definition of Done aus dem PSPI, aus dem Potential Shippable Product Increment ab. Das heißt, alles, was notwendig ist, um das Produkt endgültig zu shippen, dem Endkunden zur Verfügung stellen, das sind alles Tätigkeiten, die gemacht werden müssen. Und die teilen wir auf in etwas, was der Wolfgang schon gesagt hat, die Definition of Done. Wofür ist das Team jetzt gerade ausgebildet und kann liefern, was wir fürs Produkt haben wollen? Und all das, was das Team nicht liefern kann, das definieren wir als anderen Work. Das muss gemacht werden, bevor es geshippt wird. Ja, kann auch parallel gemacht werden, aber das unterscheiden wir und so kommen wir eigentlich zu einer Definition of Done. Und ich mache das ganz gerne tatsächlich in der Reihenfolge und dann haben wir die Teams und wenn wir eigentlich ins Initial Backlog Refinement gehen, dann sollte auch die Definition of Done sozusagen schon mit den Teams dann gemeinsam auch mit den Leuten, die dann im Team sind, auch gemeinsam schon bestimmt sein und agreed worden sein, damit die wissen, was sie liefern müssen. Ja, das ist wichtig. Robert, was kannst du noch beitragen? Wie machst du das? Genau, also ich habe das tatsächlich so gemacht, wie ich es dann vor 5 oder 6 Jahren damals bei Bass im Kurs erlebt habe. Und das, was wir eigentlich auch im Kurs immer wieder zeigen, wie man es machen kann, das habe ich 1:1 quasi angewendet mit meinen Teams,
Und so wie Wolfi gesagt hat, wir haben uns halt zusammengesetzt und überlegt, was müsste eigentlich dazugehören? Was müssen wir eigentlich machen? Was können wir jetzt schon machen? Also es ist eine sehr, sehr wichtige und spannendes Workshop. Ja. Okay, dann gehen wir zum nächsten Thema. Wie kommen wir jetzt eigentlich zu den richtig angemessenen Teams? Ja, und da gibt es das Thema FTAM. Wie gesagt, die Feature Team Adoption Map, die lassen wir jetzt erstmal raus. Aber es gibt noch andere Sachen. Und ich weiß, dass wir alle drei Erfahrung haben mit Self-Design-Team-Workshops. Und das ist sicherlich ein interessantes Thema, wo man sozusagen das Formen der Teams nicht mehr dem Management überlässt oder das Management sozusagen diese Aufgabe, was dem Management ja eigentlich inne ist, sozusagen das denn den Mitarbeitern überträgt. Wolfgang, wie machst du sowas? Wie kann sowas aussehen? Genau, also erstmal, das ist ein super geiler Event. Ja, das habe ich mittlerweile schon dreimal mitgemacht. Und das ist also unheimlich dynamisch und innerhalb von, ich sag mal, 4-5 Stunden schaffen wir es da, Organisationen in der Größe von hoffentlich nur 40 bis 50. Bei mir waren es jeweils ungefähr immer 100, weil man macht ja immer gleich was richtig Großes, ne? Ignoriert die Guidelines und organisiert da halt eben die Teams neu, indem die halt eben die Richtung vorbekommen. Das heißt also, so ein Product Owner in der Regel gibt schon oder Area Product Owners, die sagen halt, was in ihrem Produktbereich quasi Sache ist und was es geht. Und dann lässt man den Teams wirklich freie Hand. Die dürfen hingehen, wo sie wollen. Man kann dann noch Rahmenbedingungen vorgeben. Am besten definieren auch die Teams die Rahmenbedingungen selbst. Das heißt natürlich, das geht nur, wenn die auch geschult sind und wissen, wie sie eigentlich die Rahmenbedingungen zu definieren haben. Aber okay, also das wäre halt die Möglichkeiten, um so einen Team-Workshop durchzuführen. Das braucht man in der Regel so ein paar Iterationen. Die Teams gucken das Ganze an, die finden raus, was nicht passt. Und ich würde sagen, schwuppdiwupp, hat man innerhalb von einem halben Tag eine neue Organisation. Und dabei ist es halt extrem wichtig, was wir meinen unter angemessen strukturierte Teams. Ja, und das ist etwas, was wir natürlich und Wolfi macht das dann halt im Workshop als Richtlinie für die Selbstzusammensetzung mitgibt. Ja, und da orientieren wir uns eigentlich in LESS an das Schreiben von Richard Hackman, Leading Teams, wo er sich sehr viel damit beschäftigt hat. Was sind eigentlich richtige Teams? Und das bedeutet, die Teilnehmer, die Members sind dediziert, gehören nur einem Team. Die Teams sind über eine längere Zeit stabil und bleiben in dieser Konstellation so. Sie sind cross-funktional, was extrem wichtig ist in Scrum und in LESS und idealerweise an einem Ort co-located. Also ich möchte auch noch was dazu sagen. Ich habe ja auch schon einige Workshops und Self-Design-Team-Workshops gehabt. Und ich habe auch eine Case-Study geschrieben, das ist auf der LESS-Seite, BMW Group, da habe ich auch geschrieben, wie das da mal abgelaufen ist, also wie wir so eine Agenda aufgestellt haben, welche Sachen wir da verwendet haben, welche Tools oder Techniken wir angewendet haben. Das hat auch wirklich super geklappt, aber ich habe tatsächlich auch schon einen Self-Design-Team-Workshop gemacht, der zwar sein Ziel erreicht hat, aber ich feststellen musste, dass das eigentlich für diese Organisation zu früh war. Und das muss man eigentlich tatsächlich wirklich, ich habe mich damals ein bisschen naiverweise von dem Management da ein bisschen leinlullen lassen, habe nicht mit den Leuten vorher gesprochen. Also ich kannte die Leute nicht, die sozusagen die Teams folgen wollen. Da könnt ihr euch vorstellen, folgende Situation. Es gab so zwei Abteilungen, aus denen diese Teams geformt werden müssen. Und die haben sich eigentlich über Jahre hinweg immer wieder den schwarzen P dazugeschoben. Wenn irgendwas nicht gepasst hat in der Organisation, dann haben die auf die andere Abteilung gezeigt und haben gesagt, die waren schuld, wie auch immer. Also richtiges Contract-Game gespielt und die konnten sich eigentlich nicht leiten. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, jetzt kommt der Coach von extern rein und jetzt sagt er so, ihr formt jetzt gemeinsam ein Team. Das heißt, ein einzelner Mitarbeiter hat die Erfahrung gemacht, jetzt muss ich mit dem Arschloch da drüben arbeiten, mit dem will ich gar nicht in ein Team sein. Also wenn sowas ist, dass eine Organisation eine Historie hat,
in der so Ressentiments oder sogar Ablehnung, sage ich jetzt mal, an der Tagesordnung ist, dann bitte nicht einfach einen Self-Designing-Team-Workshop machen. Das kann auch mal sozusagen nachteilig werden, ja. Und da wird man unter Umständen auch als Coach relativ schnell verbrannt, wenn man dann versucht, im Management-Auftrag sozusagen die Leute, die Teams zu formen, weil das Management gesagt hat, wir wollen großfunktionale Teams über die Abteilungen hinweg, aber die Leute wollen nicht zusammen im Team sein. Da kann man eigentlich den Self-Designing-Team-Workshop an der Stelle abbrechen, ja. Und wenn man sowas erkennt, also sollte man sich wirklich Zeit investieren, wenn man sowas erkennt, dann ist es besser unter Umständen erstmal mit den anderen Teams, also in den Teamstrukturen weiter zu arbeiten, aber in der Lessstruktur, damit die sich mal kennenlernen auf der Arbeitsebene. Ja, oder sowas wie Icebreaker-Sessions zu machen vorab oder Team-Events, wo sich die Leute vorher kennenlernen und Vertrauen zueinander aufbauen. Das wäre mir noch so ein Stück weit wichtig, ja, dass man da nicht so blind dann reingeht. Ja. Das habe ich zumindest aus meiner Erfahrung einmal schmerzlich erleben müssen. Dann gehen wir zum nächsten Thema. Da sind wir jetzt bei dem Product Owner. Nur der Product Owner gibt Arbeit an die Teams. Fangen wir mal mit Robert an. Robert, warum ist das wichtig? Naja, warum ist das wichtig? Weil damit alle quasi an den Fokus behalten, an den wichtigsten Sachen zu arbeiten. Und gemeinsam an dem Product Backlog arbeiten. Und das ist elementar wichtig. Ihr kennt das vielleicht einfach, wenn die bestimmte Funktionen noch aufgesetzt werden und bestimmt, also Testing, Infrastruktur und diese Sachen parallel gemacht werden zu den eigentlichen Features und das nicht in dem Product Backlog gemacht ist, dann verliert man eigentlich den Fokus an den Sachen, die man arbeitet. Und deswegen ist es extrem wichtig, alle Arbeit direkt über den Product Owner zu machen und über das Product Backlog entsprechend. Wolfgang? Ja, das kann ich nur bestätigen. Ja. Also wenn hier Management noch von der Seite kommt und gibt irgendwelche Aufgaben auf, das kann gut, kann aber auch böse ausgehen. Und oder halt, wenn eben es eine Abteilung gibt, die sich zum Beispiel um Fehler kümmert und die auch mit dem Product Owner quasi noch parallel ist. Das sind alles so Setups, die eigentlich Probleme hervorrufen. Und deswegen ganz klar, man sollte dieser Regel folgen, dass nur der Product Owner den Teams die Arbeit gibt und alles über das Backlog läuft. Also da geht es im Wesentlichen tatsächlich auch um Transparenz. Ich habe schon oft erlebt, dass Manager halt nochmal ins Team gegangen sind, einen speziellen Mitarbeiter angesprochen haben und gesagt haben, ja, komm, machen wir mal noch den Foliensatz, den brauche ich für die Vorstandsvorlage. Und dann hat er das natürlich gemacht, weil es sein Chef war. Und am Ende sind dann bestimmte Sachen nicht mehr erledigt worden. Dann hat er am Ende gesagt, ja, aber ich muss nur noch die Präsentation machen und hat das Team nicht informiert und das ist ganz schlecht. Wir brauchen die Transparenz. Das heißt aber eigentlich auch, dass der Manager, also wenn der Manager dann abgewiesen wird und kriegt seine Präsentation, die er so wichtig braucht, dann nimmt er die Organisation als nicht mehr flexibel wahr und sagt, das ist ja eigentlich gar nicht, was ich will. Ich will doch, dass wir flexibel sind und schnell reagieren können. Das heißt eigentlich für den Product Owner auch, er darf die Teams nicht voll ausplanen. Er muss Raum lassen, dass wenn ein Manager oder eine Ad-Hoc-Analyse-Tätigkeit kommt, ich habe auch schon oft gehört, eine Abteilung fragt an, ob man das machen kann, dann muss eine Ad-Hoc-Analyse gemacht werden und die Teams sagen, ja, aber dann müssen wir das wegschmeißen oder das wegschmeißen. Und deshalb muss der Product Owner in der Ausplanung der Teams schon darauf achten, dass nicht die volle Kapazität da ausgenutzt wird. Und dann, wenn dann ein Manager oder eine Anfrage für ein Refinement kommt, kann der Product Owner anhand der Kapazität oder anhand des Fortschritts am Backlog mit den Teams reden und klären, wer jetzt sozusagen die Aufgabe übernimmt. Also das ist auch ein wesentlicher Punkt, damit dann sozusagen die Transparenz da ist, aber dass die Organisation noch flexibel genug ist, um auf solche Dinge zu reagieren. Gehen wir über zum nächsten Guide, nämlich, dass man Projektmanager von den Teams fernhalten soll. Jetzt spiele ich mal Advocato Diabolo. Wieso Projektmanager? Die gibt es doch in LESS gar nicht mehr. Das ist eine Produktorganisation. Wieso Projektmanager fernhalten, Wolfgang?
Ja, weil die meistens doch noch da sind, beziehungsweise auch ich sag mal, ihre Mentalität noch beibehalten haben. Ne? Also so als ehemaliger Programm- und Projektmanager kann ich das sagen, es hat viele Jahre gedauert, um diese Mentalität abzulegen. Und wenn man natürlich solche Leute an der Organisation hat und die auf die Teams loslässt, kann das ganz interessante und leider ungünstige Situationen hervorrufen. Ne? Weil in der Regel Projektmanager, der will halt eben Koordination machen, der teilt Aufgaben zu und all diese Sachen wollen wir eigentlich nicht haben. Und deswegen ist halt die Idee hier, die Projektmanager von den Teams fernzuhalten. Okay. Robert? Ja, eine geschickte Lösung ist natürlich, alle Projektmanager zu Scrum Master zu machen und dann hat man das irgendwie umgangen. Aber das ist natürlich mein Spaß, also es ist übertrieben gesehen. Vor allem in der Wahrheit hat sich das bewahrheitet, dass Projektmanager ziemlich schlechte Scrum Masters sind, aufgrund dem Wissen und dem Ballast, was sie halt mitbringen und sie erstmal verlernen müssen, bevor sie das Neue lernen. Ich kenne einige, die das sehr, sehr gut hingekriegt haben, aber viele, die das tatsächlich nicht hingekriegt haben. Also, kann vielleicht auch noch was beisteuern. Also, tatsächlich ist es so, dass, wenn man in Organisationen arbeitet, wo Less Huge sozusagen angedacht ist oder wo man sich Richtung Less Huge bewegt und man startet klein, gibt es normalerweise weiterhin die übergeordneten Projekte. Ja. In der Automobilindustrie, da gibt es so ein E-Stufen-Programm, wo man ganze Autos baut, aber wir haben eher in einem Bereich des Automobils Less eingeführt und das heißt, die ganz großen Projektleiter, die hat man ja noch nicht verändern können. Und da muss man wirklich sagen, da muss man wirklich dafür sorgen, dass die nicht mehr direkt in die Teams gehen, sondern erst über den Product Owner und mit dem Product Owner Prioritäten festlegen. Und dann dürfen sie mit den Teams natürlich reden. Ja, wir wollen ja schon, ist ja ein Kollaborationsarbeitsmodell. Das heißt nicht, dass wir nie mehr mit Projektleitern reden oder dass die bringen ja auch manchmal, wie es der Robert oder auch der Wolfgang schon gesagt hat, fachliches Wissen mit. Und das muss den Teams ja weiterhin auch zur Verfügung stehen, aber im Prinzip nur über ja, wie soll ich sagen, über die Schiene dann über ein Projekt, über ein Product Owner. Wir sind jetzt eigentlich soweit durch und ich würde jetzt sozusagen die Q&A-Session starten, wenn ich weiterklicken kann. So, jetzt. Gibt es denn Fragen? Im Chat sind, glaube ich, noch keine genannt worden, habe ich gesehen. Genau, also jetzt ist die Möglichkeit, im Chat zu fragen oder irgendwie macht euch bemerkbar und dann könnt ihr auch natürlich reden hier, ja. Bin ich mal so frech und starte, wenn ihr mich hört. Hier ist Christian. Ja, Mich würde interessieren, ihr seid ja Less-Verfechter, das ist klar, aber was haltet ihr denn von sozusagen gemischten Ansätzen? Also wenn eine Organisation sagt, ja, Less ist ja gut und schön, aber hier und da passt es für mich nicht oder da fehlt mir was, dann mische ich das mit was von Safe oder was von Spotify oder welchem Ansatz auch immer. also tatsächlich habe ich, also Less geht es ja eigentlich gar nicht so sehr um die Strukturen. Aber was man wirklich aufpassen muss, dass nicht Folgendes passiert. Das habe ich tatsächlich schon erlebt. Also wenn ich jetzt das beste Fortbewegungsmittel der Welt bauen will, ja, dann nehme ich mir den Fahrradrahmen, weil das ist der leichteste Rahmen, den es gibt. Ich nehme mir, ups, bin ich raus? Hört ihr mich noch? Ja, du Ja, bist bist noch noch da. da. Machen wir weiter. Okay. Ich nehme den leichtesten Rahmen, Fahrradrahmen, ja, weil das ist der beste Rahmen, den leichtesten, den man haben kann. Ich nehme einen Porsche-Motor, weil das ist der schnellste und stärkste Motor, den es gibt. Ja. Ich nehme eine Zuladung von einem MAN-Kipplaster, weil der hat die größte Zuladung. Das wird nicht funktionieren. Also ich habe schon gesehen, dass jemand eingeführt hat, in Safe Planning macht es aber nur einen Tag und nicht mit dem ganzen Team. Ja. Und verzichtet sozusagen auf den Innovation and Planning Sprint hinten raus, weil man das nicht braucht. Also das Mischen, das muss schon wirklich dann auch funktionieren, weil die einzelnen Frameworks haben sich ja Konzepte ausgedacht und Konzepte gemacht, wie das dann funktioniert.
und das einfach zu brechen. Deshalb ist eigentlich Ausbildung tatsächlich auch wirklich wichtig. Genau, weil Les letztendlich wirklich versucht, vom Gedanken her, das System nach Adaptabilität und Kundenwert zu optimieren. Und das SAFe hat aus meiner Sicht komplett anderen Fokus. Und entsprechend, es ist auch so aufgebaut, ja, Les, wie Scrum, dass es erweiterbar in Anführungszeichen ist. Ja, also dass es einfach nur ein paar bestimmte Regeln gibt und dann viele Guides und Practices, Experimente, die man anführen kann. Und es ist total okay, aus meiner Sicht, bestimmte Sachen reinzunehmen aus SAFe, ja, wenn das mit dem Gesamtkonzept passt oder aus Lean Startup. Wenn das mit dem Gesamtdenken und Konzept, also und da habe ich aus eigener Erfahrung mit Lean Startup funktioniert das extrem gut, mit SAFe eher weniger, also die Praxisen, die da durchgeführt werden. Da muss man halt schauen, was passt und was nicht. Genau, also du musst daher gucken, wenn du sowas machst, musst du quasi gucken, dass das Gesamtsystem konsistent ist und funktioniert. Und das ist halt eben die Kunst. Und ich glaube, das geht meistens nicht, weil halt eben dann eine gewisse Inkonsistenz existiert und dann heißt dann kracht sie da irgendwo im Gebälk und dann hat man überhaupt nichts davon. Dann sagen die Leute, ja, aber das funktioniert ja nicht und das funktioniert auch nicht. Also funktioniert das Ganze irgendwie nicht. Also das ist die Gefahr dabei. Deswegen würde ich da schon sehr aufpassen, was man da hier mischen will. Ja. Aber Marc, siehst du die Fragen im Chat? Wir haben jetzt zwei. Die erste Frage, die da noch draufsteht, ist Unterschied zu Scrum. Vielleicht beantworte ich mal ganz kurz. Prinzipiell ist es so, bei Scrum hat man nur ein Team. Das heißt also, die gesamte Organisation, die gesamte Firma besteht nur aus einem Entwicklungsteam und einem Product und einem Scrum Master. Und das ist ja eigentlich relativ einfach zu handhaben. Wenn ich mir überlege, halt aber im Large-Scale-Umfeld, das heißt, wir haben bis zu mehrere tausend Entwickler, die an einem Produkt arbeiten. Das sind ganz andere Dynamiken, die wir hier haben. Und das ist halt ein großer Unterschied. Genau, also Les ist Multi-Team-Scrum statt Multiple-Scrum-Teams, wie Wolfi das auch gezeigt hat, vorhin aus den Slides. Ja. Aber prinzipiell okay. Ist Less Scrum, ja. Genau, das war von AP die Frage, ne? Ja, der Klaus hat auch noch eine Frage. Wie geht Less mit anderen Perspektiven um? Nachhaltigkeit, Teamperspektive, weitere Stakeholder, etc. Ja, vielleicht kann ich das nochmal ganz kurz erläutern, wie ich das meine. Ja. Also Nachhaltigkeit ist natürlich ein sehr, sehr großes Wort, aber ich meine jetzt wirklich den Dreiklang zwischen ökologischer, sozialer und ökonomischer Nachhaltigkeit. Ich höre immer Kundenperspektive, ganz klar. Ich habe sehr lange im Vertrieb gearbeitet. Ich weiß, was Kundenperspektive ist. Aber offenbar ist allein der Gedanke, ich habe hier einen Product Owner, mir zu singulär auf den Kundennutzen ausgerichtet. Weil es gibt ja auch einen Mitarbeiternutzen, es gibt einen Teamnutzen, es gibt einen Unternehmensnutzen. Wie geht ihr damit um? Das ist an sich nur eine offene Frage. Also, ja, vielleicht kann ich was dazu sagen. Also der Product Owner ist erstmal für das Gesamtprodukt verantwortlich und auch für die Nachhaltigkeit, für die Profitabilität des Produktes. Ja. Er ist eigentlich nicht wirklich verantwortlich, dass die Teams glücklich werden. Dafür haben wir Scrum Master. Ja, dafür sind die verantwortlich. Und wenn man eine große Organisation hat und Management hat, natürlich Management auch, da gibt es keine klare Trennung zwischen Management und Scrum Master, die liegen sehr nah beieinander, ja. Und Stakeholder-Perspektiven, wenn ich das jetzt richtig verstehe, unter Umständen tatsächlich, dass sehr viele unterschiedliche Stakeholder sind. Das muss natürlich der Product Owner auch wieder in Einklang bringen mit seiner Organisation. Der Product Owner arbeitet auch nicht alleine. Der kann eine ganze Organisation haben. Bei meinem letzten großen Kunden hat er eine Organisation von 40, 60 Leuten gehabt, die ihm in seiner Arbeit darin unterstützt haben. Ja? Okay. Also er ist ja nicht der Hero. Er ist zwar der entscheidet, der die Priorisierung legt, ja, aber er arbeitet nicht alleine. Und die Anmerkung vom Heiko, dass wir natürlich sozusagen mit Freiwilligen arbeiten wollen, das ist dann schon auch die Teamperspektive. Die Teams sollen ja auch Ownership entwickeln, also die bringen sich ja mit ein.
Also da würde ich das dann hier schon auch abgedeckt sehen. Ja. Darüber hinaus ist in Less versuchen wir sehr, sehr stark auf das Lean Thinking aufzubauen, was ein wichtiger Prinzip ist. Und da ist Respect for People einer der Pfeiler von Lean Thinking. Und damit aus meiner Sicht wird das halt auch stark, diese Teamperspektive da reingenommen, also dieser Respekt von den einzelnen Leuten, die Team-Members sind. Ja, also wir haben ja eigentlich schon in unserem letzten Webinar darauf hingewiesen, dass die Prinzipien fast noch wichtiger sind. Vielleicht kann man sich auch nochmal damit beschäftigen, weil tatsächlich mit diesen Prinzipien sehr viel abgedeckt ist. Wir haben jetzt schon 17 Uhr und ich würde eigentlich ganz gerne noch ein paar Folien zeigen zum Abschluss. Vielleicht nochmal darauf hinweisen, wir werden die nächsten zwei Webinars sozusagen im Oktober und November machen. Wir werden Update, Insights über die Less-Konferenz, die jetzt im September stattfinden wird in Amsterdam, berichten, was wird da neu diskutiert, welche Trends gibt, welche neuen Experimente, was nehmen wir mit. Und dann werden wir im November ein Webinar machen zum Thema Feature Team Adoption Map. Wie kommt man eigentlich von einer komponentenorientierten Organisation und von komponentenorientierten Teams zu kundenzentrierten, großfunktionalen Teams. Und dann haben wir noch zwei Folien, eine vom Wolfgang, eine vom Robert, die haben Trainings geplant. Wolfgang. Genau, ja. Also einfach nur eine kurze Übersicht. Es gibt also Trainings, es gibt Möglichkeiten, diese Schulungen zu machen. Inhouse-Trainings werden auch angeboten, entweder live, natürlich immer mit Abstand und auch Maske und so weiter, also berücksichtigen wir schon. Oder halt eben online den neuen Kurs, der heißt Provisional Certified Desk Practitioner, wird auch demnächst dann wieder angeboten. Also es gibt da einiges an Möglichkeiten, nochmal da tiefer einzusteigen, wenn man möchte. Okay. Robert? Genau, meine Kurse ab Ende, ab Oktober. Einige sind auch noch nicht auf der Less-Seite, die werden in den nächsten Tagen aktualisiert. Aber das ist so der Plan, wie gesagt, meistens in Norddeutschland. Oder online jetzt mit dem Provisional Certified Less Practitioner. Okay.